Hallo Pokémon-Fans, der David hier schon wieder. Nein, heute gibt es keinen neuen Teil vom Rival Log. Den musste ich notgedrungen pausieren, so wie auch alle anderen Videos, die ich geplant habe. Es kam etwas dazwischen. Zelda Breath of the Wild. Seit diesem wahnsinnig schönen Spiel wurde mir aber auch etwas bewusst. Mein langjähriger Wunsch, ein Remake meines Lieblings-Zelda-Titels auf dem RPG Maker nachzubauen. Ich habe dieses Spiel schon mit 11 Jahren begonnen und habe jetzt durch das neue Zelda wundervolle neue Ideen für mein Remake gesammelt und bin jetzt schon weiter mit dem Spiel, als ich es jemals war. Und wenn wir schon so auf die Kathedrale der Zeit schauen, muss ich euch sagen, dass es kein Remake von Ocarina of Time sein wird. Es ist laut Metacritics das beliebteste Spiel seit 1998, aber nicht mein Zelda of all time. Die Theorie, die ich damals hatte, dass Link bei seinem Sturz in Majora's Mask ums Leben kam und nun auf eine Reise geht, um seinen eigenen Tod zu verarbeiten, kommt meinem Lieblingstitel schon sehr nah. Aber es ist noch älter. Na gut, so alt nun auch wieder nicht. Dennoch werden einige Elemente, die in dem ersten Open-World-Spiel der Welt auch wieder in Breath of the Wild wiederverwendet wurden, auch in meinem Spiel Verwendung finden. Abgesehen von dem Master Sword Beam ohne Master Sword. Es wird aber auch kein Remake von dem Spiel, wo man den Sword Beam erst mit dem Master Sword bekommt. In der offiziellen Timeline wird Link erst nach Labrina reisen, dort sein Schiff fertig machen und wird dann wieder zurück nach Hyrule reisen und dann auf dem Weg dorthin in Link's Awakening bei einem tosenden Gewitter schiffbrüchig werden. Link's Awakening erzählt die Geschichte von Link, der sich auf der Insel Kokolint befindet, wo ein riesiges Ei auf einem Berg ruht. Marine, eine Einheimische, findet Link am Strand und bietet ihm Obdach. Die Insel zeigt zwei Welten auf, die eine aus unheimlich freundlichen und liebevollen Kreaturen und Menschen, die aber auch sehr schnell verängstigt werden können und in ihrer friedlichen Welt hoffen, dass ihnen nichts zustoßen wird. Und die andere, bestehend aus Monstern und Widersachern, die seit dem Auftauchen von Link wütend und von Kampflust getrieben sind. Abgesehen davon gibt es Mario-Cameos. Ein Masterschwert, das man nur durch Sammeln von Muscheln erhält. Die Möglichkeit, Items zu tauschen, wurde zum ersten Mal in der Zelda-Reihe etabliert. Man kann auch das erste Mal angeln. Selbst die nervige, wegweisende Eule finde ich in diesem Spiel großartig. Noch ein Mario-Cameo. Der Ladenbesitzer ist der gefährlichste Endboss im ganzen Spiel und tötet dich, wenn du ihm was klaust. Du suchst nach Schlüsseln, um in Dungeons reinzukommen. Noch ein Mario-Cameo verpackt in einer Brieffreundschaft. Und natürlich Marine. Ihre mitreißende Vorstellung als Möwe, die Welt um Kokolint zu erkunden, bricht mir jedes Mal das Herz. In der Manga-Adaption merkt man auch, wie sehr sich Link in diese Sängerin verliebt hat und dass er sich für die beiden wünscht, endlich von dieser Insel zu verschwinden. Was aber leider nicht funktioniert. Und so kämpft er weiter. Gegen Endbosse, die mit Link sprechen und dem Spieler mitteilen, dass er das Spiel doch nicht beenden soll. Bis dem Spieler schließlich klar wird, dass das Ende des Spiels auch das Verschwinden Kokolints bedeutet. Mitsamt seiner hilfsbereiten und freundlichen Kreaturen, der naiven und lebensfrohen Menschen, der rastlosen Monstern und Widersachern, der Cameos und Marine. Man ist aber zu weit gekommen, um jetzt aufzuhören. Zelda-Spiele bedeuten, dass man bis zum Ende kämpft und nicht mittendrin aufhört. Also belebt man tote Gockel zum Leben, um Schlüssel zu finden. Man verändert einen Dungeon dadurch, dass man Säulen mit Eisenkugeln herausreißt. Belebt Monster, die den Eingang zu einem Dungeon blockieren, um sie dann wiederum zu töten. Um schließlich, gesammelt mit allen Instrumenten der Sirenen, die Ballade des Windfisches erklingen zu lassen. Alte Widersacher stellen sich in Form von Albträumen in den Weg, wie Ganon und Vati, um schließlich alles davon nur in Erinnerung zu behalten, da man nichts und niemanden davon wiedersehen wird. Ich denke, es ist verständlich geworden, warum Zelda Link's Awakening mein Lieblings-Zelda-Titel ist und sein wird. Und nun zeige ich euch einen kleinen Ausschnitt von dem, was ich bisher schon geschafft habe. Mit actionreicher Musik, damit ihr nicht einschlaft. Los geht's! We'll be right back.
Ich werde fortan nur noch an diesem Spiel weiterarbeiten und den Pokémon-Hype erstmal Pokémon-Hype sein lassen. Ich habe es sowieso nicht geschafft, tagesaktuelle Videos zu produzieren, da ich beruflich einfach total eingespannt bin. Ich möchte vorerst nur das machen, was mir wirklich Spaß macht. Und das ist es, ein Spiel zu beenden, was ich mit 11 angefangen habe und noch niemals zu Ende gebracht habe. Natürlich versuche ich immer noch regelmäßig auf eure Kommentare und eure Mails einzugehen, denn ich bin immer noch an eurem Feedback und an euren Fragen interessiert. Um das Ganze auch abzurunden, möchte ich euch natürlich auch teilhaben lassen an der Entwicklung dieses Spiels. Ich werde immer mal wieder ein Update von dem Spiel machen und in ein Video packen und euch dann auf diesem Kanal präsentieren. Ich werde dafür den Kanalnamen in Link's Awakening Remake oder so ändern und nur noch Link's Awakening Content liefern. Ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen, da mit am Ball zu bleiben. Das wird meine Idee ehren und mich mehr als freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Euer David.